Eine der häufigsten Fragen, die wir als CLS-Computer erhalten, lautet: Welches Garmin-Notebook soll ich kaufen? Die Sache ist die, wir helfen gerne, jedoch gibt es nicht die eine richtige Antwort, die für alle passt. Garmin-Laptops gibt es heutzutage in einer Vielzahl von Leistungsstufen mit unterschiedlichen Prozessoren und Grafikchips, es wird von Tag zu Tag immer komplizierter. Und dann ist da noch der Bildschirm. Im Jahre 2022 gibt es mehr Bildschirmtypen als je zuvor. Größere und kleinere Bildschirme, schnellere und langsamere Bildschirme, OLED-Bildschirme und normale IPS-Bildschirme. Und dann ist da noch die Frage, was es kostet. Einige Modelle kosten weniger als 1000 Euro, die allerbesten Modelle können 4000 Euro oder mehr kosten. Und wenn Sie ein normaler Anwender mit nicht zu großen Ansprüchen sind, müssen Sie auf Ihr Budget achten. Sie wollen wissen, warum Sie für einen Garmin-Laptop zwei- oder dreimal so viel bezahlen sollten wie für einen anderen. Wir helfen Ihnen dabei, das richtige Gerät zu finden, das Ihrem Budget entspricht und mit dem Sie Ihre Lieblingsspiele spielen können. Egal, ob Sie ein günstiges Modell suchen oder das mobilste Gerät oder einfach nur die volle Leistung haben möchten, wir haben alles, was Sie brauchen. Wir haben in den letzten Jahren Dutzende von Garmin-Laptops getestet und bewertet, um die leistungsstärksten und günstigsten Modelle zu finden. Unsere Beurteilungen basieren auf vier Schlüsselfaktoren: Praktische Erfahrungen mit dem System, die Frage, ob der Preis für die Komponenten angemessen ist, die Leistung in unseren Tests und natürlich Spielebenchmarks, um zu sehen, welche Frameraten Sie in der Garmin-Welt erwarten können. Im Folgenden stellen wir Ihnen sechs von uns getestete Garmin-Laptops vor, die wir für sechs sehr unterschiedliche Kaufszenarien empfehlen würden. Alle diese Laptops verwenden die CPU- und GPU-Komponenten des letzten Jahres, sodass sie für die neuesten Spiele auf dem neuesten Stand sind, auch wenn einige leistungsstärker sind als andere. Schauen wir sie uns an. Beginnen wir also mit einem sehr beliebten Thema. Beim Kauf eines Garmin-Laptops ist die Konfigurierbarkeit wirklich wichtig, denn die günstigeren Basismodelle eines Laptops sind manchmal besser als die höherwertigen Versionen. Genau das ist hier der Fall. Das Lenovo Legion 7 der sechsten Generation ist einer unserer Favoriten unter den Garmin-Laptops, die wir den meisten Käufern empfehlen würden. Es ist ein gut verarbeitetes System mit einer komfortablen Tastatur und einem Touchpad. Darin ist Lenovo besonders gut. Es hat eine schnelle Bildwiederholfrequenz, ein 165 Hz Display, das 16 Zoll groß ist, und Sie werden etwas RGB am Gehäuse sehen. Aber die ist ziemlich dezent gehalten im Vergleich zu einigen anderen Laptops, die regelrecht ein Lichtshow auf die Bühne bringen. Das sind alles starke Ausgangspunkte, jedoch es ist die Flexibilität der Konfiguration, die dieses Modell für Spieler interessant macht. Das Basismodell des Legion 7 Gen 6 kostet knapp unter 1500 Euro, dafür bekommt man einen AMD Ryzen 7 5800 H8 Kernprozessor und eine Nvidia RTX 3060 Grafikkarte. Diese Art von Preis ist heutzutage für ein Gaming-Notebook definitiv im Mittelfeld angesiedelt. Dennoch eignet es sich hervorragend für alle Arten von Gaming, von großen Titeln bis hin zu kompetitiven E-Sport-Spielen, bei denen man höhere Frameraten benötigt. Das 1500-Euro-Modell sieht schön und ausgewogen aus, unsere Testkonfiguration war ein aufgemotztes Hot-Rot-Modell mit einem AMD Ryzen 9 5900HX Prozessor und einer Nvidia GeForce RTX 3080 GPU für rund 2650 Euro. Das ist eine Konfiguration für Käufer mit einem größeren Budget und ernsthaften Leistungsanforderungen, aber unsere Tests haben gezeigt, dass sie hohe Bildraten liefert, sowohl in AAA als auch in kompetitiven Multiplayer-Spielen. Das ist etwas für Enthusiasten und ernsthaften E-Sport-Spieler. Für alle anderen gibt es das erwähnte Basismodell. Einer der Gründe, warum die meisten Leute einen Gaming-Laptop kaufen, ist, dass sie ihr Gaming-System nicht an den Schreibtisch binden wollen. Selbst da sind einige Laptops viel mobiler als andere. Im letzten Jahr haben wir eine ganze Reihe von Garmin-Laptops von Alienware, Razer, Acer und anderen Herstellern gesehen, die einen 14-Zoll-Bildschirm haben, aber dennoch richtig gute Grafikkarten verwenden, was sie zu echten Gaming-Maschinen in einem kleineren Format macht. Die meisten Garmin-Laptops waren bisher mit 15,6 Zoll oder größeren Bildschirmen ausgestattet. Unsere Wahl ist eines dieser 14-Zoll-Geräte. Wenn Sie mit Ihrem Notebook häufig unterwegs sind, sei es zum Unterricht, zum Pendeln oder ins Café, dann ist das Acer Predator Triton 300 SE die beste Wahl für Sie.
Dieses Notebook ist ein großartiger mobiler Spielebegleiter und ein wirklich gutes Allround-Angebot. Es wiegt nur 1,70 Kilogramm und bietet dennoch ein hochwertiges und gut aussehendes Design. Und sein Akku hielt in unserem Test mehr als 11 Stunden durch, was ihn zu einer echten Reisemaschine macht. Beim Spielen wird er nicht halb so lange durchhalten, aber das ist eine gute Laufzeit für andere Dinge als Spiele. Uns hat die Mischung der Komponenten in diesem Gerät für den Preis wirklich gut gefallen. Mit einem GeForce RTX 3060 Grafikkarte, einem Core i7 Prozessor und einem 144Hz Display für rund 1400 Euro kann dieses kleine Gerät fast jeden Titel spielen, den Sie ihm vorsetzen. Und Sie können es wie ein normales Notebook. Einige von Ihnen kaufen Gaming-Laptops, lassen sie aber die meiste Zeit an einem Ort stehen. Sie wollen einen großen Laptop-Bildschirm, der einen Desktop-Monitor imitiert, aber Sie wollen auch die Möglichkeit haben, ihn wegzustellen oder in einen anderen Raum mitzunehmen. Dann ist ein 17-Zoll-Notebook wahrscheinlich das Richtige für Sie und Sie haben die Qual der Wahl. Da 17-Zoll-Notebooks größer sind als andere, neigen die Hersteller dazu, diese Modelle mit leistungsfähigeren Komponenten auszustatten. Das liegt daran, dass größere Gehäuse in der Regel über größere Lüfter und Kühlsysteme verfügen und daher eine höhere Wärmeentwicklung bewältigen können. Daher sind die Einstiegspreise für 17-Zoll-Notebooks in vielen Fällen höher als kleinere Gaming-Laptops. Man erwartet einfach mehr von ihnen. In diesem Sinne ist die von uns getestete 2021-Version der Asus ROG Zephyrus S17-Konfiguration unser Lieblings-Gaming-Laptop mit Riesenbildschirm. Es ist schnell, es ist schick, und ja, es ist teuer. Die Verarbeitungsqualität dieses Geräts ist jedoch tadellos, wie bei den meisten Zephyrus-Systemen von Asus Republic of Gamers. Das Besondere hier sind der besonders hochauflösende Bildschirm und das Design der Tastatur. Die meisten Gaming-Laptops haben einen 1920x1080 oder 1080p-Bildschirm. Bei diesem Modell handelt es sich jedoch um ein wirklich lebendiges 1440p-Panel, mit 165 Hertz aktualisiert, und Nvidias G-Sync, welche besonders flüssige Bewegungen unterstützt. Außerdem ist die Tastatur dieses Modells wirklich einzigartig. Sie kippt in einem Winkel nach oben, wenn Sie das Notebook aufklappen, was das Tippen erleichtert. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sie nach oben gekippt wird. Die Neigung ermöglicht auch eine zusätzliche Belüftung der Komponenten unter der Tastatur und im Inneren des Gehäuses, und das ist noch nicht alles. Das Touchpad und die Lautsprecher sind erstklassig, und die Akkulaufzeit ist für ein Notebook dieser Größe erstaunlich lang. Sie können dieses Gerät mit einem Intel Core i9 Prozessor und einem GeForce RTX 3080 Grafikkarte ausstatten, um jedes Spiel spielen zu können, das Ihnen im Weg steht. Komponenten wie diese verdrehen jedem Enthusiasten den Kopf. Der Preis für das S17 beginnt bei 2199 Euro. Wir sprechen hier nicht über ein Normalbudget-Notebook. Aber wenn Sie auf der Suche nach einem Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, viel Geld für einen Gaming-Laptop auszugeben. Deshalb haben wir uns für ein Modell entschieden, bei dem Sie sowohl Leistung als auch Stil für Ihr Geld bekommen. Das Razer Blade 15 Advanced gibt es nun schon seit vielen Jahren und es ist immer noch eines der am besten verarbeiteten Gaming-Notebooks. Das Gehäuse ist schlank und ganz aus Metall. Im Inneren finden Sie ein scharfes Display und eines der besten Touchpads auf einem Windows-Laptop. Wir haben gesagt, dass Kosten hier keine Rolle spielen. Lassen Sie uns das klar sagen. Das Budget ist bei dieser erweiterten Version des Blade 15 ist wie aus dem Fenster hinausgeworfen. Sie zahlen definitiv einen höheren Aufpreis für die klassenbeste Konfiguration. Ein 17-Zoll-Notebook in höherer Ausstattung kann mehr Leistung bringen, wenn das Ihr Hauptziel ist. Aber mit dem Razer erhalten Sie eine Kombination aus luxuriösem tragbarem Design und erstklassiger Leistung. Sie können dieses Modell wirklich gut ausnutzen. Sie können das Blade 15 mit einem GeForce RTX 3080 Grafikkarte ausstatten. Das aktualisierte Blade, das Anfang des Jahres auf den Markt kommen soll, können Sie mit den neueren GeForce RTX 3070 Ti oder RTX 3080 Ti bekommen. In Kombination mit einem Full HD oder QHD Display mit hoher Bildwiederholrate können Sie die neuesten Titel mit voll aufgedrehten Grafikdetails genießen. E-Sportspiele sollten mit himmelhohen Bildraten laufen. Bei unserer letzten Auswahl sind wir der Meinung, dass zwei Bildschirme manchmal besser sind als einer.
Ungewöhnliche Laptop-Designs kommen und gehen. Aber Laptops mit zwei Bildschirmen in einem Gehäuse sind ein Trend, der sich hartnäckig zu halten scheint. Asus hat unsere Lieblingsversion dieses Konzepts herausgebracht, die ROG Zephyrus Duo Familie, und das besondere Design dieses Laptops wird kreative Nutzer und Gamer gleichermaßen ansprechen. Vor allem das ROG Zephyrus Duo 15 ist eine beeindruckende technische Meisterleistung. Es verfügt über ein großes Hauptdisplay und ein zweites auf dem Tastaturdeck. Der zweite Bildschirm klappt beim Aufklappen des Laptops vom Tastaturdeck nach oben, ähnlich wie die Tastatur des Asus S17, das wir Ihnen zuvor gezeigt haben, und fungiert dann als kleinerer zweiter Monitor unter dem 4K-Hauptbildschirm. Sie können Ihren Musikplayer hier herziehen und ablegen oder auf Dateien verweisen, während Sie arbeiten, ein Messaging-Programm oder eine E-Mail offen halten oder Ihren Lieblingsstreamer dort unten ansehen, während Sie arbeiten. Streamer, die unterwegs sind, werden es vielleicht sogar noch mehr mögen, weil sie eine Chat-App oder Ops auf dem kleineren Display geöffnet lassen können. Trotz des überraschend dünnen und leichten Designs schafft es das ROG Zephyrus Duo 15, einen Ryzen 9 Prozessor und eine GeForce RTX 3080 einzubauen, die trotz des einzigartigen Designs die hohen Frameraten eines herkömmlichen High-End-Geräts erzielen. Es ist keine Überraschung, dass dieser Laptop mit zwei Bildschirmen nicht billig ist. Aber im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten normalen Laptops, die mit ihm konkurrieren, ist das Doppelbildschirmdesign vielleicht gar nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken. Die Konfigurationen des Zephyrus Duo 15 beginnen bei 2200 Euro. Damit ist unsere Erfahrung und Testergebnis zum Lieblings-Gaming-Laptop abgeschlossen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Empfehlungen für Gaming-Laptops und Testberichte mit vollständigen Benchmark-Ergebnissen zu vielen Modellen, auf die wir hier nicht im Detail eingegangen sind, finden Sie auf CLS Computer.